fast schon wieder, sorry. Verkauft der Kaffee? Ich hoffe schon. So make Thanks, Mister. Nee, der hat gar keinen Kaffee auf Lager, aber ich hab doch grad. Was müssen wir denn dann machen? Ah, dich habe ich gesucht. Just do me a kindness and shut up. Eine Nebenquest, die wir jetzt noch schnell lösen können. Ist es das, wonach sie die ganze Zeit gesucht haben? Das ist ja... Wie hast du... Ich war auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Danny. Auf der was? Ich habe die gleiche Heldentat verbracht wie Michael Douglas, verstehen Sie? Ja, völlig, alles sonnenklar. Jedenfalls, danke, ich schulde dir was. Dieser Ring erinnert mich daran, wie mein Juwel und ich uns das erste Mal getroffen haben. Und dann habe ich Idiot ihn verloren, kurz nachdem Gelina gestorben ist. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte auch noch den letzten Rest Hoffnung verloren. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Der Ring sieht ja nicht besonders wertvoll aus. Nein, das ist er auch nicht. Aber für mich ist er mehr wert als alles Gold der Welt. Ich bin in einem echten Drecksloch aufgewachsen. Aber eines Nachts bin ich Gelina begegnet. Wir haben noch am selben Tag erkannt, dass wir Seelenverwandte sind. Das war etwas ganz Besonderes. Dann hat sie mir diesen Ring auf den Finger gesteckt und gesagt, ich bin eine Prinzessin und mit diesem Ring mache ich dich zu meinem Prinzen. Hast du den Mut, eines Tages mein König zu werden? Unmittelbar danach bin ich nach Carré gezogen, glaube ich, so ähnlich. Ich habe Galina geheiratet und ich bin Clarkson geworden. Ein Clarkson. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich sie noch ganz genau vor mir. Wir haben immer auf der Hollywood-Schaukel hinter dem Haus gesessen und haben uns unsere Zukunft ausgemalt. Sie als Königin und ich als König. Dabei hatte sie immer eine Puppe im Arm. Das hier wird unsere Prinzessin sein, sagte sie immer. Unser Augenstern. Aber dieser Traum ist ausgeträumt. Mein Juwel ist tot und meine Prinzessin auch. Ich war die ganze Zeit bei ihnen und ich konnte nichts, gar nichts für sie tun. Gott verdammt! Tu mir den Gefallen und vergiss, was ich gerade erzählt habe. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Du hast irgendwas an dir, das einem aus dem Takt bringt. Sprengmunition. Das klingt interessant. Hier, nimm das, quasi als Belohnung. An Clarkson bleibt niemandem etwas schuldig. Und jetzt geh bitte. Wenn du noch länger hier bleibst, erzähle ich dir sonst noch meine ganze Lebensgeschichte. Meine ganze Scheiß-Lebensgeschichte, hat er gesagt. Und deswegen ist das Spiel ab 18. Just do me a kindness and shut up. Shut up. Wenn ich beim Essen deine Visage sehen muss, kommt mir alles gleich wieder hoch. Was? Ob ich nicht einen Kaffee will? Nein, verdammt. Haben die dir ins Gehirn geschissen oder was? Gerade war er noch ein bisschen freundlicher zu uns. Hey there, Chef. How's it going? You still here, Mr. FBI? How long you plan on staying in town for? Was denn, will er mich loswerden, oder wie? After what happened at the Clarksons, the case must be closed, yeah? Not quite, Chef. Our work isn't complete just yet. Oh yeah? Well, what can I get you? May I trouble you for a cup of coffee? As hot as this blistering midsummer sun, passionate and ferociously fragrant. Huh? Are you out of your mind, mister? I'm dead serious. I will have you know this is a high-class establishment, and I'm the presiding chef here. I'd never serve such a low-class beverage. All folks can drink here is a melody of rich, robust leaves. Tea, and tea alone.
If you fixin' to drink that muddy water, you'll have to go on over to my little sister's restaurant. Or would you like to switch over to tea? Das trinke ich lieber aus dem Klo. Das passt nicht zu York. Das würde er nicht sagen. Thank you for your offer, but I'll have to decline, Chef. I said I want coffee, and I meant it. That hot, bitter, dark, maddeningly odoriferous muddy water. Well, then you're free to do as you like. But you ain't gonna be drinking it here, that's for sure. Zach, I seem to have mistaken our chef here for a more open-minded person. Oh well, it'll cost us a bit of time, but let's head over to Alexis's. Genau, machen hey wir. There, Chef. How's it? You still have to work? No. Oh, nee. Oh, you mean in dialogue? Huh? I'm dead. All folks, if you... would you... Thanks, that... Would in, but you... Zach... Oh, well. Ich wollte schauen, ob ich vielleicht noch eine Quest von dem krieg oder so. Aber genau, okay. Passt schon. Kaffee. Vertrau dem Kaffee. Hui, wenn man zu schnell rennt, fällt mir die Treppen runter. Ich weiß nicht, einerseits interessiert mich jetzt schon wirklich, wie es weitergeht. Gleichzeitig würde ich gerne noch so viele Nebenquests machen. Ich würde gerne alle Perlen sammeln, zum Beispiel. Das allein schon. Ich würde gerne alle Perlen sammeln. Ich würde gern die ganzen Fotos fertig machen. Das sind lauter so Sachen, die mich wirklich interessieren würden. Das kann noch dauern, bis wir das alles haben. Ich würde schon gern... Ich meine, theoretisch, habe ich ja schon gesagt, kann man mit seinem Fortschritt in den Nebenquests, mit seinem Inventar, mit allen, wieder in die Vergangenheit reisen, in alte Kapitel. Und da weitermachen quasi, weil halt NPCs manchmal sterben oder so, oder nicht mehr dabei sind. Kann man quasi auch in die früheren Kapitel zurück mit seinem Fortschritt und Quests weitermachen, die eigentlich schon abgelaufen sind. Aber... Ich weiß nicht genau, ob ich noch die Motivation habe, wenn ich es schon durchgespielt habe, dann nochmal die ganzen Nebenquests zu machen. Weil ich mir denke, jetzt so das, was ich als Belohnung krieg fürs Endgame mitnehmen, wäre ja das wirklich Interessante. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt mal schnell das Fenster zu, dass keine Mücken reinkommen. Und dann werde ich auf jeden Fall in den Voodoo-Shop schauen. Denn dort können wir nochmal... Hoffentlich vielleicht habe ich die Zutaten, dass wir nochmal unseren Waffenschrein upgraden, weil die Sprengwaffe, die Sprengmunition hätte ich jetzt schon gern für irgendeine Waffe. Warte mal ganz kurz. Ach, wisst ihr was? Machen wir ganz kurz Pinkelpause. Bin gleich wieder da. 5 Minuten. Würde ich sagen. Ja, genau. Schöne Pausenmusik. Bin gleich wieder da.
So, weiter geht's. Ich hab doch vorher gesagt, dass eine Fliege bei mir im Zimmer ist, ne? Jetzt hat mein Kater die auch entdeckt, der Link. Das kann was werden. Ich hoffe mal, dass er nicht alles runterreißt und dass es hier gleich Explosionen gibt im Zimmer, aber wer weiß. So eine Fliege macht eben nicht nur Menschen wahnsinnig. Unser Familienhund quasi von meiner Mutter, so ein ganz großer schwarzer Hund, der ist immer super witzig, weil der will die Fliegen immer fangen, der schnappt immer danach, aber er erwischt sie nie und dann wird er immer total wahnsinnig, weil er die Fliege nicht kriegt. Der dreht total durch und ist dann so, aber kriegt diese blöde Fliege nicht und dann kommt er immer an und winselt und ist so, der ist immer total frustriert, weil er die Fliegen nicht kriegt. Dann winselt er immer und dann muss man die Fliege wegmachen, weil sonst dreht er komplett durch. Der ist so ein Trottel. Okay. Auf zum Voodoo-Shop. Natürlich fahren wir mit Weibern. Denn wir müssen ja für die Nebenquest die 30 Fahrten zusammenkriegen. Ich glaube, das war gerade, ne? Das ist... Ja, jetzt. Okay, hier sind wir. Hallo. Hat der überhaupt schon offen? Ah ja, ich glaube, der hat tatsächlich 24 Stunden offen. Der ist immer offen. Immer. Doth thou seek me? Ach so, warte mal, das wollte ich nicht. Mist. Doth thou so. Herstellen erstmal, weil es gab echt interessanten Waffenketten, aber ich weiß nicht, ob ich die schon machen kann. Ah, da fehlt mir überall was, das ist... Oder? Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Muss ich mal schauen. Es gab nämlich Lähmmunition, Frostmunition, Brandmunition, schwere Munition, würde mich nämlich auch interessieren. Dadurch wird die rüstungsdurchstoßend. Und Schrotmunition, die hätte ich schon wirklich sehr gerne. Und können wir sogar herstellen. Mache ich jetzt mal. Einmal Schrotmunition. Und einmal schwere Munition. Das sind interessante Dinger. Was haben wir denn hier eigentlich noch für Skateboard? Höchstgeschwindigkeit wäre auch nicht schlecht. Höchstgeschwindigkeit, Bremsen und Haltbarkeit. Ich muss erstmal schauen, was ich schon habe und was wir verbessern könnten. Aber eigentlich, wartet mal, wollte ich den Waffenschrein erweitern. Ah, das geht nicht. Genau, da brauchen wir schwarze Messingschlösser. Da braucht man 5 und wir haben nur 1. Shit, ey. Schade. Das Einzige, was wir verbessern könnten, ist der Minispielschrein. Naja, warum nicht? Minispielschrein ist auch nicht schlecht. Müssen wir noch mehr plündern und so. Aber trotzdem könnten wir schauen, welche wir verbessern könnten. Den Reichweite, Talismankette könnten wir verbessern. Warum nicht? Ah, das wäre auch nicht schlecht. Die langsame Nachladegeschwindigkeit wird dann ist nicht mehr so schlimm dann. Schussfrequenz unter Umständen auch nicht schlecht. Schrot, schwere Sprengmunition haben wir gerade als Questbelohnung bekommen. Schon cool. Ich glaube, ich verbessere mal den hier auf jeden Fall. Und warum nicht gleich die Schrotmunition, weil es geht. Und die schwere Munition, weil es auch geht.
Konzentration, Ausgeschlafenheit, Alkoholtoleranz. Ich will gar nicht so viel Alkoholtoleranz. Gifttoleranz, Immunsystem, Konzentration, Ausdauer, Hungertoleranz, Lähmtoleranz. Ah, Beschleunigung, Fahrverhalten, Haltbarkeit. Das wäre super, da bräuchten wir noch Flusskrebsschwänze. Die haben wir nicht. Aber das ist ein super Talisman, den wir da eh schon haben. Höchstgeschwindigkeit, den würde ich lieber haben als die Haltbarkeit, glaube ich. Dann verbessere ich den mal. Skateboard, Weihrauch. So, ein Minispiel-Talisman. Können wir jetzt sogar noch einen zusätzlichen ausrüsten. Ich glaube, ich verbessere mein Bowling. Zielscheiben ist wahrscheinlich für die Sumpffahrt, oder? Können wir auch sehr gut brauchen. Okay, gut. Dann gehe ich mal schnell an unseren Altar. Thou hast discovered the very purpose of my Emporium, that is. Weil ich würde, glaube ich, gern mein Körper-Upgrade verändern, oder? Weil hier haben wir Konzentration plus 6. Ach so, nee. Nee, passt schon. Okay. Das ist halt echt schwierig. Ich hätte den gern noch abgegradet. Weil jetzt müsste ich hier auf Schaden verzichten, wenn ich dafür Explosions- oder Schrotmunition haben will. Aber ich würde die Sprengmunition halt schon gerne mal sehen. Naja, und hier unten haben wir Reichweite und Genauigkeit. Das will ich eigentlich fast behalten. Aber das ist mein Scharfschützen, meine Scharfschützenpistole quasi. Da muss ich echt noch ein paar Rohstoffe sammeln, Mensch. Und hier machen wir noch eine bessere Kraftkontrolle fürs Bowling rein. Okay, soweit, so gut. Ach so, warte. Stimmt, ich wollte beim Skateboard noch die Haltbarkeit, die das hier sein dürfte, gegen die Höchstgeschwindigkeit tauschen. Genau. Cool. Oh, jetzt sind schon zwei. Jetzt sind schon beide Kater hier, um die Fliege zu jagen. Das geht nicht gut aus. Hier fliegen noch Bildschirme vom Tisch und so. Ich sehe es schon kommen. Ah, bitte seid vorsichtig, Kater. Muss ich gleich mal das Skateboard testen, weil mit der erhöhten Geschwindigkeit schaffen wir es vielleicht, die Framerate unter 10 zu bringen. Vielleicht wirklich, aber vor allem schaffen wir es vielleicht, oder ist es vielleicht einfach schneller? Mir war das Skateboard schon ein bisschen zu lahmarschig. Wenn man weiter gehen muss, fahren muss, ist das schon ein bisschen lahm gewesen. Aber andererseits müssen wir wegen der Nebenquest Wyvern benutzen, wie blöd. Wyvern? Warum? Warum? Warum kann ich das nicht sagen? Wyvern, yeah! Okay. Oh ja, das ist schneller. Zach, das ist aber deutlich schneller. Caffeine. Das ist cool. That's what we need. Preferably through hot, intoxicatingly aromatic coffee brewed from freshly ground beans. And there's only one place we can get that. Okay, gehen wir den Kaffee trinken. Komm. Kann ich mir fürs New Game Plus aufheben, die Sidequests. Also wenn was auf dem Weg noch liegt, erledigen wir das natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Bowling spielen. Ich habe doch da neue Sachen freigeschaltet eigentlich. Habe ich gar nicht mehr geguckt beim letzten Mal. What? What happened? Lass mal deine Brille, Hase. Ich sehe sonst nichts. Oh
Mann, ey. Hier passieren verrückte Sachen. Zu später Stunde. Oh yeah. Bunny time. Oh, warte mal. So, jetzt geht's los hier. Oh, Cutscene. Oh, my lord. You sure look pooped, honey. Hello, Alexis. Yes, someone did quite the number on me. Must have given you one heck of a shiner. Well, let me get you some coffee so you can relax, honey. Yes, that's it, Alexis. Just what I was waiting for. Would it be possible to get an especially pungent cup, smoldering with all the heat of the southern sun? Coming right up! With all the heat of the southern sun. Jetzt kommt uns die Eingebung durch einen Kaffee. Trust the coffee. Zack, look. Ich schau. Totenkopf. Patty. No, Melvin. No! Oh, my lord, what are you trying to do? Wake the dead? What's wrong, honey? Kaffee auch noch verschüttet, aber das ist bestimmt eine Spur. Sumpfhäuschen. Where is this boathouse located? Oh, my lord, what's going on with you? Your poor voice is positively trembling. Just tell me, where is this boathouse located? There's lots of boathouses around these parts, honey. Your guess is as good as mine. Well, then, can you at least tell me when this photo was taken? Looks to me like it was taken during the Clarks and Campbell wedding party, when PJ married his ex-wife, Audrey. There was a building this tall in town back then? Oh, you know what? That must be the cold storage warehouse. That big billboard on the roof is the Clarksons, see? I bet you'd be able to get a great view of all the boathouses in the swamp from up there. Thank you. That's all the info I need. Would you mind if I borrowed this? Shoot, of course not, honey. Thanks for your help. And keep the change. Oh, my lord. Das ist mein Bowling-Padawan, hat sie sich jetzt gedacht. So, das ist zwar gerade wirklich super ludonarrativ-dissonant. Oh Mist, die stehen jetzt da. Ich kann gar nicht kegeln. Ah, schade. Ich hätte jetzt gern noch kegeln gebowlt. Kegeln gebowlt. Ja, ja. Ah. Gibt so viel, das ich noch machen will. Und ich will das jetzt auch noch machen. Wenn es noch geht, würde ich jetzt gerne noch zumindest... Ich würde sogar noch die Glasperlen suchen, wenn es geht. Vielleicht brauche ich ja zum Beispiel schon Melvin für irgendeine von den Glasperlen-Quests und dann geht's eh nicht mehr. Kann man nichts mehr machen. Unmöglich! Aber mal schauen.